mich bis hinten hin hören und es geht von der Akustik im Saal. Schön, dass ihr da seid im Rittersaal. Ja, passt ganz, ganz gut zum Thema Medialität und Aurasehen. Vielen Dank auch an euch, dass ihr da seid, weil ihr seid nicht nur da einmal für euch, um vielleicht auch was mitzunehmen, etwas Bleibendes mitzunehmen, nämlich, dass ihr alle schon medial seid. Also im Prinzip könnte man jetzt schon fast wieder aufhören, weil ihr seid alle medial. Ihr wisst es vielleicht noch nicht so bewusst und könnt es auch bewusst noch nicht so steuern. Aber das geht relativ schnell und das mag ich euch heute abends gern zeigen und näher bringen, was es mit Medialität und Aura und Aurasehen eigentlich auf sich hat. Wir gestalten den Abend heute einmal natürlich für euch und einmal für einen Verein, den wir unterstützen. Ein Verein, der heißt Lea Vereint. Lea Vereint ist ein Verein, die behinderte Menschen begleiten und behinderte Menschen in die Gesellschaft mit integrieren. Also nicht aus der Gesellschaft aussperren in irgendwelche Wohnheime, sondern tatsächlich Menschen mit Behinderung, mit Menschen, die nicht behindert sind, auch vereinen, in eine Gemeinschaft bringen. Dieser Verein ist zu 100% gemeinnützig. Also alles, was ihr da draußen in dieses Körperchen schmeißt, geht 1:1 direkt an den Verein und wird heute auch direkt noch übergeben. Und somit könnt ihr sicher sein, es ist dort auch gut aufgehoben. Also reichlich da rein ist für einen guten Zweck. Danke auch an die Schlossschule, dass wir den Vortrag hier machen können und auch die Schlossschule den Raum zur Verfügung stellt für dieses Projekt. Ich muss einmal auf meinen Zettel schauen, weil ich vergesse immer alles, was ich sagen muss. Ja? Okay, gut. Eins habe ich noch zu sagen im Vorfeld. Ihr seht, ich habe ein Mikrofon und ihr hört meine Stimme ohne Lautsprecher. Wie kann das sein? Das Mikrofon ist, wir zeichnen alles auf. Wir zeichnen es deswegen auf, nicht weil wir das brauchen, sondern damit ihr ganz dabei sein könnt, euch nichts notieren müsst. Ihr könnt euch die Aufnahmen so oft anhören, wie ihr wollt. Es geht eine Liste rum, ihr schreibt nur euren Namen, eure E-Mail-Adresse da rein und wir schicken euch einen Link, wo ihr die Aufnahmen downloaden könnt und unter Umständen noch ein paar andere Informationen zu ein paar Übungen, die ich euch heute zeige über Medialität. Ja? Also so, seid ganz gelassen, seid einfach mit dabei. Wir werden so ja, eineinhalb Stunden miteinander arbeiten, also es gibt auch ein bisschen was zu tun für euch zwischendrin. So, Medialität, ich habe es gesagt, jeder von uns ist medial. Was heißt medial zu sein überhaupt? Medial zu sein heißt für mich, außerhalb eines Kastens zu denken. Wir haben eine Box. Wir Menschen leben und denken in Boxen. Wir wachsen auf in meistens viereckige Häuser. Hier haben wir ein altes Haus. Ein altes Haus, das zeigt, es gibt runde Ecken. Ja, es ist sehr hoch. Es gibt Naturmaterial. Es ist echter Stein. Ja, und es gibt so gut wie keinen rechten Winkel. Ja, außer an den Fenstern. Aber ansonsten, wir haben uns angewohnt, in Boxen zu leben, in Boxen zu denken und am Ende unseres Lebens in der Box zu landen. Ja? Und Medialität ist außerhalb der Box. Ja? Und ein ganz einfaches Spiel vielleicht zu Beginn, damit die grauen Zellen auch wirklich mit dabei sind. Ihr habt hier 9 Felder innerhalb einer Box. Versucht diese 9 Felder mit 4 Linien miteinander zu verbinden, so dass du niemals einen Stift absetzen würdest und alle Bereiche erreichen könntest. Also ein Strich, 2, 3, 4. Bleibt der mittlere Punkt übrig. 1, 2, 3, 4. Bleiben 2 Punkte übrig. Ja? So einfach mal so kurz ein bisschen
überlegen. Nein, miteinander verbunden. Ja, also vier Striche, die miteinander verbunden sind. Also nicht den Stift absetzen. Sonst wäre es einfach. Kriegen wir mit drei Strichen hin. So, jemand dabei, der es weiß? Ich habe einen roten Stift. Der kennt die Lösung, der rote Stift. Du kennst, du hast die Lösung. Oh, ja. Yes. Super, danke. Denk außerhalb der Box. Ja? Es ist relativ einfach, wenn wir Menschen aus unseren Begrenzungen herausgehen, ja, eben nicht in einer Box bleiben. Ja? Dann ist es mit vier Linien ganz einfach zu machen. Du erweiterst einfach hier um einen Punkt, hier um einen Punkt und der Weg ist jetzt der und alle Linien sind miteinander verbunden. Ja, und für unseren Verstand ist es relativ schwierig. Es ist was Einfaches, ja, 9 Punkte mit 4 Linien miteinander zu verbinden. Und dein Verstand hat einfach eins gelernt, in ja, all deiner Zeit bisher in Boxen zu denken. Und das ist das, warum dass wir nicht alle medial sind. Tatsächlich waren wir aber alle medial bis zu unserem 15. Lebensmonat. Weil in unserem bis zum 15. Lebensmonat wir gar keine Rationalität besitzen, überhaupt gar keine. Wir gehören damit zu einer ganz bestimmten Spezies, nämlich eine Spezies von Lebewesen, die es in der Natur tatsächlich nur 5 überhaupt gibt. Das ist der Mensch, Großaffen, Orang-Utans, Schimpansen, und im Wasser Delfine und Wale, die nach der Geburt kein eigenes Ego besitzen, sondern sich das Ego erst bildet. Und unser Ego bildet sich ab dem 15. Lebensmonat, wenn wir beginnen, rationell zu denken. Bis zum 15. Lebensmonat sind wir holistisch wahrnehmende Lebewesen. Wir kennen das Ich nicht. Wir haben keinen Bezug zu uns. Wir kennen nur das Außen. Und das ist die erweiterte Wahrnehmung. Das wäre medial zu sein. Also jeder von euch war medial. Medialer wie jedes Medium, das du vielleicht schon mal irgendwo gesehen oder gehört hast. Weil wir in diesem Bereich extrem viel Eindrücke verarbeiten. Lebenseindrücke, wie das Leben im Außen ist. Und nicht nur das Leben, das Menschen machen, sondern so wie das Leben in der Natur ist, wie die Natur lebt, der Baum, die Pflanzen, dein Garten, wie das Tierreich lebt, mit allen Lebendigen, bist du bis zum 15. Lebensmonat eine Einheit und kommunizierst damit, ohne dass es dir bewusst wird, weil bewusst werden heißt, ich brauche einen Verstand, in dem ich es überdenken kann. Das kann ich nicht bis 15 Lebensmonate. Es geschieht einfach. Du bist Bestandteil von allen. Du fühlst alles, du spürst alles, du weißt alles. Ja, es ist alles vorhanden. Und du lernst jetzt, dich zu definieren. Dein Ich entsteht aus Beobachtung. Aus Beobachtung, was um dir rum ist. Stell dir einmal vor, es gäbe niemanden in dein Leben, der dir gezeigt hätte, wie du bist. Du würdest nicht wissen, wie du bist. Du weißt nur, wie du bist, weil es dir jemand gezeigt hat, weil dir Menschen gesagt haben, wie du wirkst, was du machst, wie gut du bist, wie leistungsfähig du bist, wie schön du bist. Alles das ist entstanden aus der Reflexion des Außens, wie dich das Außen sieht, aber nicht, wie du dich siehst. Du hast kein Ego bis zum 15. Lebensmonat. Du kannst dich nicht sehen. Du kannst keinen Bezug zu dir schaffen. Du kannst einen
Test machen, um das für dich selbst zu überprüfen. Wenn bei dir in der Nachbarschaft, in der Familie, im Bekanntenkreis oder vielleicht bei dir selbst gerade Kinder sind bis zum 15. Lebensmonat, dann stellt so ein Kind mal einen großen Spiegel hin. Dann wird das Kind versuchen, nachzuschauen, wo ist der nette Kauz, der mich gerade anschaut, hinter dem Spiegel? Weil er keinen Bezug zum Ich hat. Das Kind selbst kann sich im Spiegel nicht erkennen. Es weiß nicht, wie es ist, weil es ihm noch niemand gesagt hat. Im Umkehrschluss bedeutet das, du bist bisher wahrscheinlich genau das, was man dir gesagt hat, was du bist. Und das sind deine Zweifel, die du an dich selbst hast. Das ist das, wo du sagst, ich bin nicht gut genug, weil es dir oft genug gesagt wurde, dass du nicht gut genug bist. Das ist das, wo du vielleicht für dich sagst, ich muss dort perfekt sein, weil dir jemand gesagt hat, du musst perfekt sein. Oder wo du sagst, ich muss viel arbeiten, ich muss für mein Leben kämpfen, weil dir jemand gesagt hat, du kriegst nichts geschenkt. Und schließlich ist das Leben ja kein Ponyhof. Das haben viele von uns mitgekriegt. Das bezeichnen wir dann, ja, das ist mein Leben, aus dem muss ich mich entwickeln. Und so wird nach und nach um dich herum eine Box gebaut. Und in dieser Box lernst du zu funktionieren. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt deines Lebens, und der ist bei den meisten Menschen, fängt es so Mitte 30 an, so mit 35 bis 42, dass die Menschen sich wirklich fragen, war das jetzt alles? Was soll das überhaupt? Was mache ich hier gerade? Ist das mein Leben? Sie erkennen auf einmal, ich bin in der Box, es ist eng, mein Leben ist eng. Und ich möchte da raus, ich möchte mich entwickeln, ich will endlich ich sein, ich will das Leben spüren, ich möchte lebendig sein, ich möchte mich entfalten können, ich möchte mich entfalten können und nicht mehr so sein, wie andere mich gerne haben. Und dann fängst du an, viele Bücher zu lesen über Spiritualität und über dein Ich, über positives Denken und was weiß ich nicht alles und beginnst schrittweise dich nach und nach zu entfalten. Aber meistens hörst du wieder darauf, was dir andere sagen und nicht, was in dir geschieht. Medialität findet in dir statt und nicht außerhalb dir. Medialität braucht auch keine komplizierten Techniken. Medialität ist einfach. Das ist dein Geburtsthema. Du bist es. Du hast nur eine Box gebaut. Reiß die Box nieder und du bist wieder medial. Du bist wieder holistisch wahrnehmend. Und holistisch wahrnehmend ist immens. Ja, und wir alle wissen in der heutigen Zeit, dass wir eben nicht nur Körper sind. Wir sind nicht nur der physische Körper, den man anfassen kann. Wir sind wesentlich mehr. Wir wissen, dass wir einen emotionalen Körper haben. Wir wissen, dass wir einen mentalen Körper haben, der durch unsere Gedanken entsteht. Und wir wissen auch, dass wir Körper haben, dass große feinstoffliche Körper sind, die ich gerne als Informationskörper bezeichne oder Informationsfelder. So dass der Mensch mehr ist als wie 1,90 Meter mal 60 Zentimeter, sondern 5 Meter im Durchmesser, eine riesige Kugel, in der wesentlich mehr Verarbeitungsprozesse stattfinden wie hier. Aber das ist uns nicht bewusst, weil uns das niemand gelernt hat in unserer Jugend, in unserer Schule. So, den geben wir aber auch noch Zähne, ja. So. Und natürlich geben wir dem jungen Mann ein Gehirn. Ein Gehirn ist wichtig. So. So schaut das Gehirn bei dem jungen Mann aus. Und dieses Gehirn ist natürlich da, wenn du geboren wirst. Wenn du geboren wirst, hast du ein Gehirn. Das ist auch wichtig, dass du eins hast. Ja, aber wo findet die Wahrnehmung im Gehirn statt? Und das ist jetzt für Medialität eine sehr gute Frage. Wahrnehmung. Über welche Sinne nehmen wir wahr?
Ja, das ist zum Mitmachen. Hören, sehen, riechen, schmecken, haben wir schon mal. Fühlen. So, hören, riechen, schmecken, mach mal Lippen mit Mund. Das sollen Lippen sein, ja? Fühlen, Finger, das ist eine Hand. Sehen, Auge, ja, ein Auge. So unsere fünf Sinne. Wir haben aber auch noch einen sechsten Sinn und dieser sechste Sinn wäre das intuitive Fühlen oder die erweiterte Wahrnehmung. Und ich zeichne die auch mal mit dem Auge, allerdings so auf Höhe des dritten Auges. Diese Sinne, also unsere Wahrnehmung, muss ja irgendwo landen. Die muss ja irgendwo ankommen. Und sie kommt tatsächlich an unterschiedlichen Plätzen an. So haben wir drei Zentren, mit denen unser Verstand mit Wahrnehmung arbeitet. Und eins dieser Zentren sitzt etwa hier. Das ist die Hypophyse. Dann haben wir den Hippocampus mit dem Hypothalamus, der wäre dann hier in etwa. Und wir haben die Epiphyse, die sitzt hier in etwa. Das sind unsere drei Zentren der Wahrnehmung. Und das ist unser Problem, wenn es um Medialität geht. Dass wir hauptsächlich in der Wahrnehmung arbeiten über Sehen und Hören. Und ich mag dich einladen, einfach mal, wenn du es nicht eh schon machst, zu mir zu schauen. Was siehst du? Ich stelle mich mal aufreizend hin. So, was siehst du, wenn du zu mir schaust? Ein Wäschemann. Wer sieht noch was? Ausstrahlung. Der Rest traut sich nicht. Genau. So, gelbes Hemd, blaue Hose, blaue Backen. Ja, das sind für die, die Aura sehen können. Nein, das ist noch der Rest von der Zahn-OP. Aber ihr werdet alle, wenn ihr jetzt aufschreiben würdet, auf einer halben Seite, was ihr seht, wenn ihr mich anschaut, ich denke mal, es sind so 80 Leute im Raum, dann würden 80 Leute wahrscheinlich etwas anderes schreiben. Warum? Bin doch der Gleiche. Weil ich in dir entstehe. Ja? Das Sehen entsteht in deinem Kopf. Das, was du siehst, ist nicht objektiv. Es gibt kein Objekt. Es gibt nichts Objektives in dieser Welt. Alles, was du siehst, ob das der Kronleuchter ist, entsteht in dir durch deine Meinung. Jeder Mensch entsteht in dir. Das heißt, unser Sehen geht an die Hypophyse, Hypothalamus, Hippocampus und wird hier bewertet. Es braucht einen Datenspeicher, um rauszufinden, was du gerade siehst, wie in einer Datenbank. Ja? Weil sehen tut jeder tatsächlich von euch das Gleiche, wenn er mich anschaut, nämlich eine Reflexion von Licht. Was anderes kann dein Auge gar nicht wahrnehmen. Es kann nur wahrnehmen eine Oberflächenreflexion von Licht, also wie das Licht auf mir oder meiner Kleidung sich reflektiert. Das siehst du. Den Rest macht dein Verstand. Und so wird dir eine sagen, boah, das ist ein super Typ. Und jemand anders wird sagen, boah, der schaut aus wie mein Ex, hör mir auf mit dem, ja. Also aus deiner Erfahrung, das heißt, alles, was du jetzt gerade siehst, siehst du mit den Bildern deiner Vergangenheit. Und dasselbe ist beim Hören. Wenn du die Augen schließt und einfach nur hinhörst, fängt dein Gehirn an, die Geräusche zu sortieren,
den Geräuschen einen Sinn, ein Bild zu geben. Auch aus deiner bisherigen Erfahrung, aus deiner Vergangenheit entsteht etwas. Ja, das ist also auch das Hören, ein Sinn, der im selben Areal entsteht. Es braucht den Verstand. Das Gleiche ist dein Fühlen über Hautrezeptoren. Ja, viele von euch kennen das vielleicht noch aus der Schule, im Kindergarten, in Säckchen fassen und fühlen, was drin ist. Ja, du fährst rein, du kannst es nicht sehen und dein Verstand läuft. Was fühlt sich so an? Was kann das sein? Was habe ich schon mal gefühlt, gesehen, das ungefähr so ist, dass das Geräusch macht, das sich so anfühlt? Also fühlen ist das Gleiche, es findet hier statt. Jetzt haben wir noch zwei Sinne, die passen da komischerweise gar nicht rein. Nämlich riechen und schmecken. Beide Sinne sind fest miteinander verbunden. Ja, riechen und schmecken kann man voneinander gar nicht trennen. Es sind aber Sinne, die von der Auffassung her, von der Verarbeitung der Sinneseindrücke die größten überhaupt sind. Wusstest du, dass deine Nase über 30 Billionen unterschiedliche Geruchskombinationen wahrnehmen kann? Über 30 Billionen unterschiedliche Kombinationen von Gerüchen kann deine Nase wahrnehmen. Dein Verstand nicht. Das kann nur die Nase. Der Verstand schafft diese Leistung nicht. Ja? Das heißt, der Geruch kann hier nicht landen. Nur ein Teil des Geruchs kann hier landen, nämlich den du bewusst wahrnimmst. Die Pollen zum Beispiel nimmst du nicht wahr, aber wenn du eine Pollenallergie hast, reagierst du auf Pollen. Du hast sie nicht gerochen, dass sie da sind. Aber du spürst, dass sie da sind. Also das heißt, es gibt eine körperliche Reaktion jenseits deines Verstandes. Und diese körperliche Reaktion, die haben wir im Riechen und im Schmecken. Und die geht nämlich an die Epiphyse und von der Epiphyse erst in die Hypophyse. Zum einen unbewussten Teil. Dieser unbewusste Teil steuert sofort deine Hormone im Körper. Die Hypophyse ist für die gesamte Hormonsteuerung deines Körpers zuständig. Dass dir bei einer Allergie die Augen anschwellen, dass du niesen musst, liegt daran, dass hier anscheinend ein Erlebnis noch gespeichert ist bei dir, das dich von diesem Ort weghaben möchte. Ja? Mit diesem Ort, mit dieser Gegebenheit in Verbindung mit den anderen Sinnen, Wärme auf der Haut, ein besonderes Geräusch und die Pollen in der Luft, gab es irgendwo in deinem Leben schon mal Stress? Und das zeigt dir jetzt dein körperliches System, deine körperliche Reaktion. Jetzt geschieht gleich wieder etwas. Wann dieses ursprungsmäßige Erlebnis gewesen ist, spielt dabei gar keine Rolle. Wenn das in deinen ersten 15 Lebensmonaten war, wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern können, weil es keinen Gedächtnisspeicher gibt daran. Ja, es gibt nur einen intuitiven Speicher. Und das ist der intuitive Speicher, der jetzt abruft. Nach der Geburt allein in der Säuglingsstation zu sein zum Beispiel, ja, was oftmals bei Laktoseintoleranz vorkommt. Oder die Eltern haben sich während der Schwangerschaft permanent gestritten, was durchaus für eine spätere Pollenallergie sprechen kann. Ja. Befruchtende Prozesse machen dir zu schaffen, weil befruchtende Prozesse bei dir im Leben in deiner Wahrnehmung, in deiner übersinnlichen Wahrnehmung oft gestört waren. Und kommt die befruchtende Zeit des Pollenflugs, reagierst du drauf. Ja? Nur fiktive Beispiele. Ja, aber einfach, dass wir verstehen, dass es einen Bereich gibt, der jenseits des Verstandes direkt funktioniert und einen Einfluss auf deinen gesamten Organismus hat. Und deinen gesamten Organismus sofort die Kontrolle übernimmt, so dass das du fühlen kannst. Du kannst es spüren. Es macht etwas mit dir. Ja? Also dort hast du gerade erweiterte Wahrnehmung gehabt. Eine Wahrnehmung, die an deinen Verstand vorbeigeht. Es funktioniert. Wir alle haben diese erweiterte Wahrnehmung. Und wir alle kennen das. Wer hatte das schon mal, dass er gerochen hat, jetzt ruft gleich meine Mutter an? Ja. Oder am Telefon, das ist der und der. Ohne hinzusehen, ohne eine Nummer zu sehen, du weißt es einfach. Das nennt man in der Medialität hellriechende Menschen.
Ja, es geht wirklich ums Hellriechen, nicht um Hellsehen oder so irgendwas. Ja, es hat mit hellsichtig zu sein nichts zu tun. Die Menschen haben den Braten schon gerochen. Ja, oder das wird nicht gut gehen. Ja, du weißt, das, wenn du machst, das geht nicht gut. Intuition. Die Intuition ist hier. Das ist das, was dann hier einen Impuls gibt. Und jetzt fängt dein Gehirn an zu denken. Und jetzt bist du in einem Zwiespalt. Weil dein Gehirn sagt, nee, das machst du, das ist gut. Und dein Gefühl sagt, nee, das mache ich nicht. Und dein Verstand sagt, ja, doch, das machst du, weil. Ja? Und es wird immer mehr gesucht und mehr Argumente und dann machst du es doch und hinterher sagst, habe ich doch gewusst. Ja? Also deiner Intuition, deiner Wahrnehmung nicht getraut. Warum? Weil du eine Box hast. Ja? Hier. Hier ist deine Box. Und diese Box ist wichtig. Die ist wichtig für ein gewisses Alter. Deswegen fängst du in einem gewissen Alter an, deine Box zu hinterfragen. Jetzt brauchst du sie nicht mehr. Als junger Mensch brauchst du diese Box, weil diese Box bietet dir Sicherheit. Die gibt dir nämlich das, was später ein großes Problem von dir werden wird. Nämlich Unsicherheit. Ja, und in der Unsicherheit gibt es einen ganz, ganz großen Feind, den wir alle haben. Und ich zeichne den auf, aber bitte erschreckt euch nicht. Ja? Ihr wisst, ich kann sehr detailgetreu zeichnen. Zeichne euch den größten Feind der Menschheit. Ja? Kann man wirklich so sagen. Ja? Ja, sehe, ihr habt richtig Angst jetzt. Ja? Es ist der größte Feind der Menschheit. Nicht zu wissen, was ist es? Nicht zu wissen, was passiert, wenn ich etwas tue. Ja? Und da hilft eine Box. Weil in einer Box weiß ich, was drin ist. Und deswegen fühle ich mich hier ganz wohl. Wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt. Aber es gibt etwas, das über all diesen Sinnen steht. Und dieses überall dessen ist das, wo viele Menschen in der heutigen Zeit danach streben. Ja? Und das sind mit die meistverkauften Bücher, die man lesen kann, Öffnen des dritten Auges, Erweitern des Bewusstseins, ja? Hier viel sehen, viel wahrnehmen. Wenn dieses Wahrnehmen am Verstand vorbeigeht, wie willst du wissen, dass du gerade was wahrnimmst? Eine gute Frage. Ja? Es ist nämlich blitzartig da, das ist deine Intuition. Und diese Intuition, die lässt sich natürlich nicht mit dem Verstand kontrollieren, das funktioniert nicht. Du kannst mit dem Verstand kein drittes Auge trainieren. Wie willst du das mit dem Verstand? Dein Verstand kann diese Rechenleistung nicht erbringen. Und jetzt sind wir bei einem der größten Probleme, die wir oft haben mit Medialität und mit Übungen von Medialität. Dass die Menschen immer meinen, sie brauchen Übungen im Verstand, um medial zu werden. Ja? Wir können heute in der Gehirnforschung sehr, sehr genau errechnen, wie viel Rechenleistung das menschliche Gehirn hat. Und wir können diese Rechenleistung auch auf Gedanken ausrechnen. Also nicht zu sagen, wie viel Kilobyte kann dein Verstand rechnen, sondern wie viele Gedanken kann dein Verstand bewusst und unbewusst pro Sekunde denken. Was schätzt ihr? Wie viel Gedanken denkst du pro Sekunde? Bewusst und unbewusst. Zahlen, null. Null ist ganz wenig. Null reicht nicht zum Autofahren. Ja? 20. 20.000. Ja? 20.000. 30.000. Wer bietet mehr? 60.000. Ja? Okay, also hier mit 20 waren wir schon super realistisch. Ja? Es sind tatsächlich zwischen 50 und 400 Gedanken pro Sekunde, die dein Verstand denken kann, bewusst und unbewusst.
Und bei 400 sind wir schon bei den intelligentesten Menschen dieser Erde, die viel Denkarbeit machen. Der kürzlich verstorbene Stephen Hawking zum Beispiel, ja, hat ein extrem leistungsfähiges Gehirn gehabt. Ja, der kann tatsächlich 400, vielleicht sogar 500 Gedanken pro Sekunde denken. Der Durchschnittsmensch schafft 50 Gedanken pro Sekunde. Plus, minus 5. Ja? Das heißt aber nicht, das sind bewusste Gedanken. Das sind nicht die, deren du dir bewusst bist. Der normale Mensch kann zwischen 1 und 3 Gedanken pro Sekunde bewusst denken. Ja? Also immerhin 2 Gedanken gleichzeitig. Das ist der Grund, warum es generell heißt, liebe Frauen, gebt eurem Mann keine Einkaufsliste mit, wo mehr als 3 Dinge draufstehen. Ja? Er kann es nicht erfassen. Ja. Frauen tun sich ein bisschen leichter, weil ihr Denken nicht linear ist. Das Denken der Frau findet plastisch statt, in der rechten Gehirnhälfte. Ja, dort ist die Einkaufsliste nicht wie beim Mann. Beim Mann ist die Einkaufsliste ein geschriebenes Wort. Milch, Zucker, Mehl. Ja, das ist der Mann. Die Frau sieht eine Kuh, ja, sieht das ungemahlene Mehl und ja, Zucker, keine Ahnung, in irgendeiner Form. Also es ist plastisch, sie kann sich mehr merken. Die Frau hat die Verknüpfungen zur rechten Gehirnhälfte. Und deswegen ist die Frau eher von 1 bis 7 Gedanken pro Sekunde. Manche Menschen schaffen sogar bis 9 Gedanken pro Sekunde wirklich bewusst zu denken. Das sind Menschen wie Illusionisten zum Beispiel, die sehr leistungsfähige Gehirne haben und eine sehr leistungsfähige Beobachtungsgabe. Da muss das Denken schnell gehen. Mathematik-Genies. Jetzt hat auch unser erweitertes Bewusstsein, also diese erweiterte Wahrnehmung, auch die hat eine Rechenleistung. Und wer kann sich vorstellen, was du außerhalb deines Verstandes wahrnehmen kannst? Was glaubst, wie groß ist die Rechenleistung? Unendlich. Es kommt nahe hin. Ja, es kommt nahe hin an unendlich. Ich schreibe euch mal eine Zahl auf. Das ist die kleinste Zahl, die überhaupt möglich ist. Ja, und ich schreibe euch dann auch gleich noch eine Formel auf, wo ihr eine wissenschaftliche Zahl sogar noch errechnen könnt. Also die ist jetzt wissenschaftlich nicht errechenbar, sondern ist eine Konstante, die ein Professor Carlos B. Rubia 1984 entwickelt hat über feinstoffliche Felder, die Materie formen. Ja, und das wäre der mindeste Bereich, den es braucht, damit überhaupt ein Gedanke entstehen kann. Also ein Gedanke kann nur entstehen, wenn das gegeben worden ist, das war Bereich seiner Forschung. Und hier geht es um so, 7 Trillionen Gedanken oder 7 Trillionen Verarbeitungsprozesse pro Sekunde. Jetzt gibt es aber auch eine wissenschaftliche Zahl. Und diese wissenschaftliche Zahl kommt aus der Biochemie. Wir wissen in der Biochemie, dass der Mensch etwa zu 60 Billionen bis 100 Billionen Körperzellen besteht. Und dass in jeder einzelnen Körperzelle etwa 10.000 chemische Prozesse stattfinden. Also das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, 60 Billionen Körperzellen mal 10.000, dann sind wir schon über 7 Trillionen. Ja, dann wären wir schon bei Zillionen, ja, also weit, weit drüber. Tatsächlich kann es niemand genau sagen, wie viel du verarbeitest, aber du verarbeitest und zwar jede Sekunde, permanent. Du weißt es nur nicht, weil es dir A, wahrscheinlich noch niemand gesagt hat und weil du B, bisher nie drauf geachtet hast. Medialität beginnt also mit Achtsamkeit, mit dem, darauf zu achten und nicht darauf zu achten. Wir achten bisher darauf, was du siehst, was du hörst, was du fühlst, was sich im Außen stattfindet. Du holst die Dinge in deinen Kopf und denkst drüber nach. Das ist als wie ein Trichter. Ein Trichter
von 7 Trillionen nach unten gebracht auf diese wenigen Gedanken. Und du suchst dir das raus, mit dem du dich gerade beschäftigst, weil am Ende bleibt tatsächlich ja nur das übrig, diese 1 bis 3 bewussten Gedanken. Und ich mag dir ein Phänomen zeigen, das das im Prinzip bestätigt. Stell dir vor, du planst, dir ein neues Auto zu kaufen. Und du hast 3 Monate recherchiert, welches Auto soll es denn sein? Und nach 3 Monaten bist du draufgekommen, ein Audi. Ich möchte ein Audi A3 mit roten Ledersitzen. Und du hast vorher niemals einen roten Audi A3 oder einen weißen Audi A3 mit roten Ledersitzen gesehen. Und in dem Moment, wo du dich entschieden hast, siehst du lauter Audi A3 weiß mit roten Ledersitzen. Ja? Warum? Weil dein Verstand sich jetzt damit beschäftigt und aus dem das sieht, mit dem du dich gerade beschäftigst. Die Audis waren vorher auch schon da. Aber dein Fokus war darauf nicht. Medialität heißt also, keinen Fokus zu haben. Still in Gedanken. Und das ist jetzt wieder ein Problem, weil was passiert, wenn du still bist? Wenn du still bist, hörst du dich selbst. Aber du hörst etwas, das du in dieser Form gar nicht kennst. Weil du kennst dich nur von außen. Du kennst nur das, was andere über dich gesagt haben und nicht das, was du bist. Und ich mag dir eine Übung an die Hand geben. Eine Übung, wie du dir selbst lauschen kannst. Und zwar so lauschen kannst, dass du nur dich hörst und nicht denkst dabei. Nicht denkst, scheiß, was sitze ich jetzt hier rum, ich habe noch zu bügeln. Ja? Sondern wirklich ganz bei dir bist. Nur kurze Zeit. 5 Minuten. 10 Minuten, jeden Tag. Und du wirst anfangen, dich selbst wieder kennenzulernen, dich selbst zu spüren, zu hören. Und zwar in dem Bereich, wo das vorherrscht. Das ist immer da, wenn das aus ist. Du musst nur das ausschalten. Schalt den Verstand aus und du bist in der erweiterten Wahrnehmung. Alle Medien machen eins, sie geben sich hin. Hingabe heißt in dem Bereich, sie geben den Verstand komplett auf. Und sie wirken ohne Verstand. Deswegen verändern sich bei manchen Medien die Stimmen. Die Art, wie sie sprechen, wie sie Dinge betonen. Manchmal sind Krankheiten in einem medialen Zustand komplett weg, weil der Körper nicht mehr in Beobachtung ist. Ja, ich bin nur noch in einem erweiterten Feld. Und da kannst du durch eigene Übungen sehr, sehr gut hinkommen. Und die Übung, die ich jetzt mit euch machen mag, dafür nimmst du einfach mal beide Beine auf den Boden. Und du brauchst deine Mittelfinger. Ja? Dass du deine Mittelfinger eher so auf Höhe deiner Stirn so zusammenstellst, wie ich jetzt gerade. Und mal für einen kurzen Moment deine Augen schließt und mit deiner ganzen Achtsamkeit, mit deiner ganzen Aufmerksamkeit spürst du nur den Kontakt zwischen deinen Fingerspitzen. Fühl in deine Fingerspitzen, spür in deine Fingerspitzen. Und schon nach einer kurzen Zeit des Spürens in deinen Fingerspitzen fühlst du den Puls, deinen Pulsschlag. Und den beobachtest du jetzt für einen Moment. Einfach deinen Pulsschlag beobachten. Regelmäßig. Wie er vielleicht gleichmäßig an die Fingerspitzen pocht. Von rechts nach links oder von links nach rechts wandert. Ganz so, wie es das du gut beobachten kannst. Und dann legst du deine Hände ganz zusammen, bleibst aber mit deiner Aufmerksamkeit auf deinen Fingerspitzen. Legst deine Hände so zusammen, dass sich alle Finger berühren, deine Handflächen berühren und immer noch so die Mittelfinger auf Höhe deiner Stirn sind. Und du suchst wieder
den Kontakt zu deinen Fingerspitzen. Spürst deine Fingerspitzen wieder. Fühlst auch in deinen Fingerspitzen den Pulsschlag wieder. Auch wenn du den vielleicht in allen Fingern und in der Handfläche spürst, finde deine Mittelfinger dabei. Wenn du deine Mittelfinger wieder gefunden hast und den Pulsschlag spürst, auch in deinen Mittelfingern, auch wenn der ganze Rest schon mitpulsiert, dann geh einfach mit der Verbindung von deinen Fingerspitzen an deine Stirn, in die Mitte deiner Stirn, zwischen deinen Augen, da wo das dritte Auge ist. Und stell dir einfach vor, auf deiner Stirn ist sowas wie ein Auge. Und durch die Stirn beobachtest du jetzt deine Mittelfinger und das Pulsieren deiner Mittelfinger. Und ganz automatisch beginnt deine Stirn mitzupulsieren. Zu deinen Fingerspitzen und von den Fingerspitzen zur Stirn. Ganz gleichmäßig. Und dieses gleichmäßige Pulsieren von deiner Stirn und deinen Mittelfingern beobachtest du. Und dich interessiert für einen Moment gar nichts anderes. Nur dieses regelmäßige Pulsieren und das Beobachten. Und dann atme tief ein und aus und löse deine Hände wieder ganz so, wie es für dich angenehm ist. Schüttel deine Finger aus. Wer von euch hat den Puls in den Fingerspitzen gut spüren können? Okay, wer hat es gut spüren können zwischen Fingerspitzen und Stirn? Super, wer spürt die Stirn immer noch? Gut, so, das kann sein, dass das jetzt auch noch ein bisschen weiter pulsiert. Sowas ist das Aktivieren deines dritten Auges. Dieses Pulsieren geht nämlich tatsächlich in der Stille der Beobachtung direkt an deine Epiphyse. Und wir wissen von Forschern wie Dieter Bröers, der sehr, sehr viel über die Zirbeldrüse, also die Epiphyse schreibt, dass unsere Epiphyse sehr verkümmert ist in unserer Gesellschaft. Ja, ein großer Lichtblick sind übrigens Frauen. Ja, weil Frauen immer dann, wenn sie schwanger wird, die Zirbeldrüse anwächst, etwa auf dreifache Größe, ja, durch die Schwangerschaft und durch die Seelenverbundenheit des Kindes. Ja, das ist sehr spannend. Ja, also Frauen da in der Wahrnehmung während der Schwangerschaft wesentlich sensibler sind wie vor und nach der Schwangerschaft. Regelmäßige Übungen in diesem Bereich veranlassen automatisch, dass du dich erkennst, du dich findest, dass du das findest, was dich tatsächlich auszeichnet. Nicht das, was andere von dir erwarten, sondern wer bist du? Wie leistungsfähig bist du? Wir lernen in unserer Kindheit, in unserer Jugend, als junge Erwachsene, wie wir zu sein haben, was wir zu tun haben. Ich zum Beispiel wollte Mathematik studieren, habe ein super Abitur. Und meine Eltern haben aber gesagt, nein, du musst einen Lehrberuf lernen. Ja? Sie unterstützen nicht, dass ich studiere. Ja, das wollen sie nicht. Außerdem wollen sie, dass ich mit 18 ausziehe. Ja, und okay, also was lernen. Lehrberuf, Handwerksberuf, unbedingt Handwerksberuf. Also bitte glaubt mir, wenn ich euch sage, ich habe zwei linke Hände, definitiv. Ja, also für mich ein Handwerk zu lernen, war eine doofe Idee. Aber gut, ich habe Handwerk gelernt. Ich bin gelernter Zentralheizung- und Lüftungsbauer. Ja,
Jetzt wird der ein oder andere fragen, warum tust du das nicht? Ja, glaub mir eins, du möchtest keine Heizung von mir haben. Ja? So, also es war nicht meins. Ich hab gearbeitet bis zur Gesellenprüfung, war dann 18 Jahre alt und bin ausgezogen von daheim und habe dann Betriebswirtschaft gemacht. Schreibtischtäter sozusagen. Ja? Und daraus vieles, vieles andere. Aber eben nichts Handwerkliches mehr. Es ist nicht mein Element. Mein Element ist etwas anderes. Aber das eigene Element zu finden, ist relativ schwierig und braucht relativ viel Zeit. Bis vor 20 Jahren wusste ich nicht, was mein Element wirklich ist. Ich habe das gemacht, wo andere mich in irgendeiner Form immer hinein manövriert haben. Aber nicht, wo ich sein wollte. Nicht, wo ich gesagt habe, dafür stehe ich auf und dafür mache ich etwas. Wir lernen Fische, auf Bäume zu klettern. Und dass dem Fischen das nicht gefällt, weil die Affen einfach besser sind. Ja, daran denken wir gar nicht. Und wir mühen uns ab. Viele von uns sind Fische, die auf Bäume klettern. Aber das ist nicht dein Element, das ist nicht das Klettern. Dein Element als Fisch ist das Wasser. Und irgendwann wirst du feststellen, da fühle ich mich wohl, das ist es. Aber das heißt, dich selbst zu entdecken. Was sind wirklich deine Stärken, nicht was sind deine Schwächen? Worin bist du wirklich gut? Was ist das, wo du der Sonnenschein bist? Wo du die schöne, wundervolle Blume bist? Ja, wo du lebst, wo es dir gut geht. Und warum bist du da nicht jeden Tag? Was hindert dich daran? In welche Box bist du eingesperrt, das dich daran hindert? Das dir immer zeigt, was du nicht kannst, anstatt das, was dir zeigt, was du gut machst. Und vielleicht magst du dich ab heute selbst mal dran erinnern, wenn du mit Menschen sprichst, siehst du die Menschen in ihrer Schönheit oder siehst du andere in ihren Mangel? Du hast die Wahl, weil du entscheidest mit deinem Verstand, was du siehst. Du kannst in jedem etwas Schönes sehen. Und wenn es partout nicht da ist, wie bei den Nachbarn, ja, dann dicht ihm was an. Ja, dann unterstell ihm einfach irgendwas Schönes. Dann sag, der kann bestimmt tolle Vogelhäuschen bauen. Ja, die schönsten dieser Erde. Ja, du hast nur nie welche gesehen, weil alle wollen sie haben. Ja, die sind immer alle wieder vergriffen. Dicht ihm was an, weil deine Epiphysik kann nicht unterscheiden zwischen Fiktion und Realität. Und das ist unsere große Chance. Und das ist unsere große Chance, dass ich auch als Medialität verstehe, nämlich diese Fähigkeiten zu nutzen. Fähigkeiten zu nutzen, die mit unseren Sinnen eine Kreation auch hervorrufen, die in uns stattfindet und nicht die im Außen etwas reflektiert und wir bewerten es, sondern mach du dir deine Welt. Entdecke dich selbst, entfalte dich. Sei endlich mal du. Ja? Und da ist das eine gute Anfangsübung, um ganz zu dir zu kommen. Eine zweite Übung, um dich zu erkennen und auch um andere Menschen zu erkennen, ist relativ einfach, weil du musst ihnen nur in die Augen schauen. Ja? Wir haben zwei unterschiedliche Arten von Augen. Dein rechtes Auge, also das ist mein rechtes Auge hier, das ist dein seelisches Auge. Das ist das, mit dem du den Menschen sehen kannst, wie ist dieser Mensch seelisch. Und das linke Auge ist sein weltliches Auge. Das ist das, in dem er im Außen orientiert ist. Ja, dort geht's um Erfolg, um Beruf, um Arbeit, um Durchsetzungskraft, um etwas schaffen. Ja, und das andere Auge, das ist dieser Mensch. Wenn du dich selbst kennenlernen magst, dann schau dir einmal am Tag für eine Minute in dein rechtes Auge. Pass auf, weil im Spiegel gegenüber ist es dein linkes. Ja? Weil im Spiegel verhält sich's anders wie bei einem Gegenüber. Na? Genau. Ja? Du würdest automatisch wie bei deinem Gegenüber, ich würde bei dir jetzt in dein rechtes Auge schauen, ja, als seelisches Auge, im Spiegel wär's aber das hier. Ja?
Also du musst gerade ausschauen im Spiegel, sonst schaust du in dein rechtes Auge, dann weißt du, was du im Außen bist. Ja, aber das kennst du schon. Ja, also was du im Innen bist, schau dir das an. Ja, das Verbinden mit der Übung macht schon sehr, sehr viel mit Medialität bei dir. Und dann kommst du stückchenweise aus diesen Boxen, aus diesen Schachteln raus. Ich mag mit euch eine weitere Übung machen. Eine Übung, die euch unter anderem auch zeigt, was für ein großer Künstler das ich bin. Weil ich male auch. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von meinen Kunstwerken. Und wie alle Künstler und Kreativen habe auch ich Phasen. Und eine Phase, die ich hatte, das war so meine Japan-Phase. Also einige von euch wissen, dass ich mal eine Zeit in Japan auch war. Und da ist dieses Bild entstanden. Das kann der Meistbietende nach dem Kurs gerne mitnehmen. So. Warum dieses Bild? Ganz einfach. Mit diesem Bild kannst du anfangen, dich wieder zu erinnern, wie Aurasehen geht. Und Aurasehen ist etwas, was super einfach ist, weil alle Kinder aurasichtig sind. Es gibt keine Kinder, die nicht aurasichtig sind. Alle Kinder sehen feinstoffliche Körper um uns Menschen. Mag ich zu den feinstofflichen Körpern ein bisschen was sagen? Denn die feinstofflichen Körper sind gar nicht so abgefahren, wie wir uns das oft vorstellen, sondern tatsächlich in bestimmten Bereichen wissenschaftlich oder sogar sehr einfach mit Messinstrumenten aus dem Baumarkt messbar sind. So ist der erste feinstoffliche Körper, den wir Menschen haben, ist unser Ätherkörper. Der ist etwa so 1,5 bis 2 Zentimeter über unserem physikalischen Körper. Diesen Körper kennen wir in der Medizin. In der Medizin ist es der Vital- oder auch Schmerzkörper. Es ist der Körper, der unsere Vitalkräfte beinhaltet, in Form von Negativionen. Wir können einmal die Negativionen messen und können anhand der Negativionen feststellen, wie vital ist dieser Mensch, also wie stabil sind seine Selbstheilungskräfte. Wir können aber auch feststellen in diesem Körper, welche elektrische Ladung ist da drin. Denn der Körper entsteht aus dem elektrischen Hautwiderstand deines Körpers. Und auch anhand dieser elektrischen Ladung können wir sagen, wie viel Energie hat dieser Mensch, ja, also wie viel Lebenskraft steht ihm zur Verfügung. Viele Bioresonanzverfahren sind ein Abtasten der Hautrezeptoren oder des Hautwiderstandes. Ja, im Prinzip das, was dort sichtbar ist. Das, was du da sehen kannst, ist meistens, wenn einer vor einer weißen Wand steht und gut angeleuchtet wird, ein weißer oder leicht hellbläulicher Schein, der ihm umgibt. Ja, und den kannst du mit Feinstromgeräten messen. Ja, mit jedem Feinstromgerät aus dem Baumarkt kannst du das überhalb der Haut messen. Also nichts Mystisches. Der nächste Körper, der entsteht, der ist jetzt wiederum farbig. Und viele meinen immer mit dem Aurasehen, ja, jetzt sehe ich Farben. Dann sage ich immer, und dann? Was machst du dann, wenn du Farben siehst? Ja, was bedeutet das? Und dann wird vielen klar, oh, ja, tatsächlich. Ja, was mache ich jetzt mit den Farben? Ja, da muss ich erst mal verstehen, welche Farben sind für was. Ja, da mach dich mal im Internet auf die Suche. Dann wirst du feststellen, dass es 30 unterschiedliche Definitionen für Rot gibt. Ja? Also wenn du gute Definitionen für Farben haben möchtest, dann halt dich an Rudolf Steiner. Ja? Also Farbdefinitionen in der Aura nach Rudolf Steiner ist sehr, sehr gut und sehr, sehr genau. Aber die Farben entstehen auch auf unterschiedlichen Ebenen. Eine Ebene entsteht aus deinen chemischen Prozessen im Darm. In deinem Darm werden Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe verbrannt. Und das, was verbrannt wird, zeigt sich farblich in deinem Emotionalkörper, also in deiner zweiten Auraschicht.
Und jetzt kann man höchstens in dieser Ebene sagen, was ist die momentane Lebenssituation? Was verstoffwechselt dieser Mensch gerade? Und natürlich ist in manchen Bereichen jetzt mehr rot und orange wie sonst, ist er halt gerade wütend. Ja? Ist mehr gelb, denkt er wahrscheinlich gerade. Ja? Ist mehr grün, umso vitaler und ausgeglichener ist er gerade. Ja? Warum kann nicht jeder Mensch solche Farben sehen? Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, wir sehen falsch. Wir haben gelernt, die Reflexion von Licht auf einer Fläche zu beobachten. Also du siehst bei Menschen immer die Fläche, du siehst die Wand. Ja, und von der Wand reflektiert sich Licht. Oder dem Menschen, von dem Menschen reflektiert sich Licht. Aura sehen heißt, du siehst durch den Menschen durch. Wie diese bescheuerten 3D-Bilder. Ja, wo du durchschaust, keinen Fokus auf die Fläche hast. Es geht nicht um die Reflexion von Licht. Dann wirst du Farben sehen, aber nur dann, wenn du weißt, wie die Farben ausschauen. Weil die Farben im Aurafeld sind über Druckfarben, die sich über Oberflächenreflexion bilden, nicht darstellbar. Und dabei kann ich euch helfen. Weil ihr schaut jetzt einfach mal alle auf den roten Punkt. Nur auf den roten Punkt. Am besten ohne mit den Augen zu blinzeln, einfach ganz fix auf den roten Punkt schauen. Wie bitte? Ein bisschen höher. Ups. Nur auf den roten Punkt schauen. Und umso länger du auf den roten Punkt schaust, umso mehr wird sich um den roten Punkt eine andere Farbe bilden. Ja, wer sieht jetzt so ein schönes Smaragdgrün? Ja, super. Das, was du jetzt siehst, ist die Komplementärfarbe von Rot. Allerdings in einer Farbbrillanz, die relativ schwierig ist, als Druckfarbe darzustellen, weil diese Farbe jetzt nicht als Reflexion deines Auges entsteht, sondern es entsteht in dir, nämlich auf der Rückseite deines Auges. Unser Auge ist so gebaut, dass es alles in ein Negativ umwandelt. Also auf der Rückseite deines Glaskörpers spiegelt sich alles, was du siehst, immer in Komplementärfarben. Und wenn du sehr angestrengt an eine einzige isolierte Farbe siehst, siehst du immer die Komplementärfarbe der Farbe. In dem Fall dieses schöne, helle Grün. Wenn dieses Grün wandert, also es mal oben stärker ist, unten stärker ist, dann bewegt sich dein Auge. Dann hast du einen nicht idealen Blick zum Aurasehen. Idealerweise sollte dieser Punkt so sein, dass du außenrum, rundherum dieses Grün sehen kannst und dieses Grün nicht mehr verschwimmt. Dann hast du dein Auge dazu trainiert, zu fixieren und durchzusehen. Ja, du bist nicht mehr auf den roten Punkt und die Fläche des roten Punkts konzentriert, sondern du schaust durch. Deswegen entsteht das Grün. Durch das, dass dieses Grün entsteht, erinnert sich jetzt dein Verstand, dein Organismus wieder daran, wie eine Farbe ausschaut, die nicht an eine Fläche gebunden ist. Weil die Farbe gibt es als Fläche nicht. Ja, die entsteht in dir. Durch Üben mit Farbpunkten ist es einfach, in 3 Stunden Aura zu sehen. Ja, zumindest im Bereich alles das, was über das zweite Chakra, also über das Verbrennen von Enzymen stattfindet, das dichtet sich oder das ist so verdichtet und zeigt fast diese Farbtöne. Ja, also mit je mehr Farbtönen du übst, und ich sage es ja, ich habe künstlerische Phasen, und das wird wahrscheinlich schwierig werden. Das kann man so fern nicht sehen, aber das geht.
Ja, wobei, da ist die Komplementärfarbe schwierig. Schauen wir mal. Ja, das war so meine Waldphase, ja, meine Naturphase. Und auch hier einfach mal wieder auf den grünen Punkt. Das Grün ist leider sehr, sehr hell. Ich hatte kein satteres Grün zur Verfügung. Das war im Frühling, wo ich das gemalt habe. War das Grün noch sehr dünn. Und auch da einfach mal draufschauen und wenn du das gut sehen kannst, das ist so ein ganz sanftes Rosa. Ja? Und schau ruhig länger noch mal drauf. Und dann versuch mal, nach oben zu schauen auf die Decke, auf die weiße Decke. Ja, dann hast du einen rosa Punkt unter Umständen an der weißen Decke. Also wenn du lang genug da drauf schaust, hast du an einer weißen Fläche den gleichen Punkt in rosa. Ja, es ist immer noch als Komplementärfarbe in der Hinterseite deines Auges. Ja, also das ist eine super, super tolle Technik, um Aura zu sehen. Allerdings solltest du dein Auge nicht übermäßig anstrengen, weil es ist für das menschliche Auge am Anfang sehr anstrengend. Es ist für deinen Augenmuskel sehr anstrengend. Aber es ist auch ein gutes Training für alle die, die kurz- oder weitsichtig sind. Ja? Weil du nicht mehr fokussiert siehst. Ja? Du verlierst den Fokus. Dein Fokus ist hier im normalen Sehen und beim Aurasehen ist dein Fokus hier. Ja, so etwa 40 Zentimeter dahinter. Also das Durchschauen, den Blick einfach verschwimmen lassen und diesen starren Blick haben. Und wenn du das eine Zeit lang übst, dir zu Hause vielleicht ein paar so Punkte, Kunstwerke aufhängst, also ich habe welche zu vergeben, Kunstwerke, solche Kunstwerke aufhängst zu Hause, Bastelpapier tut es auch, ja, also es ist Bastelpapier, Bastelpapier tut es auch. Ob viereckig oder rund spielt gar keine Rolle und immer mal wieder hinschaust, um einfach für dich in dieses Üben zu kommen, dann wirst du relativ schnell feststellen, immer dann, wenn du Menschen nicht genau anschaust, sondern eher, ich schaue hier zu dir und sehe dich nur so im Augenwinkel, dass es wesentlich einfacher, dass hier dann der Aurakörper sichtbar wird. Ja? Wenn ich nicht scharf auf dich schaue, sondern ich schaue von dir weg, ja? So im Augenwinkel. Also auch da mal üben mit Menschen und dann wirst du relativ schnell die Farben der Aura wieder sehen. Und wirst dann relativ schnell feststellen, okay, ich muss natürlich jetzt über die Bedeutung wissen. Und du wirst relativ schnell feststellen, es ist eine Momentaufnahme des Seins dieses Menschen. Und verändert sich in dem Moment, wo du zu dem Menschen etwas sagst. Ja, aber wenn du zu jemandem sagst, sowas wie, du bist die größte Flachfalle jenseits des Mississippi, ja, dann wird er eher orange werden. Ja? Wenn du zu jemandem sagst, du bist einer der wundervollsten Menschen, die ich je gesehen habe, ja, dann wird er wahrscheinlich entweder wirklich daran glauben und in einen rosa, ähnlich wie das hier, ja, und in einen schönen grün, also da werden beide Farben dann wirklich miteinander leuchten, ja, und vielleicht auch Gold, wenn er den eigenen Wert erkennen kann oder sich sehr wertvoll fühlt. Oder du wirst eher gelb sehen, gelb und blau, dann weißt du, der zweifelt gerade daran, ja, der glaubt dir das überhaupt nicht, ja, also er ist voller Selbstzweifel. Und so kannst du natürlich schon so ein bisschen was sehen von dem Menschen. Aber so eine richtige Aussagekraft hat eher das intuitive Fühlen der Menschen. Und das kann jeder von euch. Ja, intuitive Fühlen. Weil du kannst ohne weiteres, wenn du deinen Nachbar anschaust und einfach anfängst zu reden, was du bei ihm wahrnimmst, ich garantiere dir, 80% dem, was du wahrnimmst, sind 100%ige Treffer.
Ja, wo du ganz genau sagen kannst, der ist zuverlässig, das ist ein ehrlicher Mensch, der ist sehr sorgfältig, der zweifelt an sich, der geht gut mit anderen um, ja, wie auch immer. Das können wir vom Menschen sehr schnell sagen, wenn wir unseren Verstand endlich abschalten, ja, und das Außen wieder anfangen zu fühlen, wirklich wahrzunehmen. Ja, und dann wäre das Leben leichter. Weil was wir Menschen dann tun würden, ist, wir würden uns gegenseitig nicht mehr verletzen. Weil wir feststellen werden, warum soll ich den anderen verletzen? Der ist genauso verletzbar wie ich. Ja, dem geht's genauso wie mir. Der ist nicht anders wie ich. Ja, wir alle sind uns so ähnlich und wir sind so gleich. Das hat uns nur nie jemand gesagt. Du weißt es halt nicht, wie du bist. Ja, und das ist mein Wunsch, ja, dass wir wieder wissen, wie wir sind, wer wir sind und vor allen Dingen, dass wir anfangen, uns selbst wieder lieb zu haben. Der Bereich, den ich vorher gezeichnet habe, hier in der Epiphyse, das ist der Bereich deines Seins, der immer über 100% des Schöpfungspotenzials verfügt. Das ist die Vollkommenheit. Dort ist alles möglich. Das ist das Zentrum deiner erweiterten Wahrnehmung. Das ist der Bereich, der nicht beurteilt. Es gibt keine Wertung und kein Urteil. Dort ist alles gut. Definitiv alles. Ja, wie in der Schöpfung. Es gibt in der Schöpfung kein, ja, das ist super und das ist nicht super. Wir meinen immer, das ist Liebe. Das ist nicht Liebe. Es ist absolute Leere. Ja? In einer Leere, in der alles vorhanden ist. Und dieser Bereich hat eine Verbindung und diese Verbindung ist eine für uns sehr wichtige Verbindung und deswegen kommen wir wahrscheinlich immer auf die Liebe, nämlich den gleichen Bereich sozusagen, die Schwester oder den Bruder haben wir im Sinusknoten unseres Herzens. Das ist der Bereich, der dafür sorgt, dass dein Herz schlägt, dass alle deine autonomen Körperfunktionen arbeiten. Hier hast du bisher ein Gehirn außenrum. Und dieses Gehirn hat das gut unter Kontrolle. Dieses Gehirn zeigt dir, dass du eben nicht die Vollkommenheit bist. Ja, dieses Gehirn zeigt dich unvollkommen. Nämlich das, was das Gehirn gelernt hat. Aber das, was es gelernt hat, ist nichts im Vergleich zu dem, was du bist. Und jetzt haben wir einen der schwierigsten Wege zurückzulegen. Ein bekannter Freund und Schamane von mir bezeichnet als den längsten Weg deines Lebens. Angang Kwak aus Grönland, der ein oder andere hat von ihm schon gehört, er ist jetzt, glaube ich, auch gerade in Österreich gewesen oder ist noch in Österreich oder bald. Besucht den Mann, ist sensationell, er hat gute Botschaften. Und die Verbindung, die erweiterte Wahrnehmung, nicht hier unbewusst zu haben, sondern in dein Herz zu bringen. Das ist das, was dich wirklich zum Leben erweckt, was dich strahlen lässt. Ja, da, wo du dich entfalten kannst, wo dieser Quatsch endlich vorbei ist mit das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das darf ich nicht, ich bin zu wenig, ja, wie auch immer, sondern wirklich du endlich da bist und aus diesen ewigen Wiederholungen des Lebens rauskommst, ja, wo dir immer wieder das Gleiche passiert, ja, immer wieder den gleichen Partner anziehst, immer wieder, wenn du dir was gespart hast, das wieder weg ist, ja, nie den richtigen Job findest, nie lange glücklich sein kannst, ja, immer wieder irgendwo drüber fällst und dir wieder eine blutige Nase holst, ja, sondern endlich mal ein Leben wie ein Freispiel. Warum haben das so wenige Leute? Warum können so wenig Menschen sagen, ich bin ein Glückskind? Ja, ich bin ein Glückskind, wie Gustav Ganz, ja? Aha.
Ist eine super Frage, ich wiederhole es nochmal, damit es alle mitkriegen. Bin ich nicht auch vom Kollektiv beeinflusst? Also es gibt ja ein Kollektivbewusstsein, das wissen wir. Ja, solange du Mitglied von Kollektiven bist, bist du beeinflusst von Kollektiven. Du musst aber nicht bei Kollektiven dabei sein. Derjenige, der im Ich bin ist, ist in keinem Kollektiv. Weil dann bist du, ja, aber du bist in Kollektiven ja deswegen, weil du gar nicht weißt, wer du bist. Ja, wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du dich nicht gesehen hast, und ich bin echt ein Glückskind, ja, also ich muss das mit dazu sagen, ja, das ist bei mir jetzt ja nichts, was jetzt, ich spreche jetzt nicht über jahrelange Entsagungen und Stunden der Meditation und bis ich das für mich erkannt habe, bin Glückskind. Mir fallen die Dinge in den Schoß. Ja, das ist mein ganzes Leben schon so. Für mich war es ein Frühstück. Es war ein Frühstück mit Freunden und seit dem Moment ist mir alles klar. Ja, es ist sowas wie, keine Ahnung, kannst du nicht sagen. Viele von euch kennen das. Das war zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich mein ganzes Leben zusammengebrochen ist. Das war 1999. Bis dahin war ich noch im Berufsleben. Ich war sehr erfolgreich und ich bin gesundheitlich zusammengebrochen und war im Anfang Jahr 2000 gelegen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich konnte nicht mehr sprechen für etwa 3 Monate. Und meine Frau wünscht sich manchmal, das wäre so. Nein, aber es war für 3 Monate war Ruhe und ich konnte für mich selber einfach mal reflektieren, warum mache ich das alles? Ja, warum bin ich so im Außen orientiert? Warum schaffe ich so viel? Warum mache ich so viel? Und ich habe mir eine Auszeit gegönnt und in dieser Auszeit habe ich für einen Freund von mir, der hat sehr viele Pferde, immer die Pferde in der Früh gemistet und gefüttert und hatte ansonsten nichts zu tun und habe das einfach genossen. Und er bekam Besuch an einem Tag und der Besuch hatte Frühstück dabei und hat mich mit eingeladen und sagt, komm zu uns am Tisch, lass uns frühstücken. Und wir sitzen alle am Tisch, mein Freund mit seinen 3 Kindern, ein anderer Freund mit seinen Kindern und seiner Frau, der Gast eben mit seiner damaligen Verlobten. Und er sagt, komm, lass uns alle an die Hand nehmen. Und wir saßen an so einem ovalen Tisch und wir nehmen uns alle an die Hand. Und er spricht ein Tischgebet und dieses Tischgebet geht piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Jeder isst das, was er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Und nimmt man es ganz genau, auch nicht seine Nebenfrau, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Ja, das war mein Moment. Ja, das war ein Moment, wo ich die nächsten 15, 20 Minuten bis heute noch nicht weiß, was ist da geschehen. Ja, aber in diesem Moment konnte ich jeden am Tisch, egal ob Hausfrau, erfolgreicher Manager, Filmemacher, Kind, als die Essenz wahrnehmen, die wir Menschen sind, nämlich als die Vollkommenheit, die du bist. Ich kann dich anders sehen. Ich kann dich sehen, wie du wirklich bist. Und in diesem Moment konnte ich sehen, dass jeder gleich ist. Wenn jeder gleich ist, ist der Druck des Lebens komplett weg. Ich muss nichts mehr sein, weil ich kann nie anders sein wie mein Gegenüber. Ich muss mich nicht mehr beweisen, weil ich bin schon alles. Was soll ich beweisen? Ja? Und von diesem Moment an habe ich für mich keine Frage mehr im Leben. Ja? Und mein Wunsch ist, dass alle Lichter aufgehen. Ja, weil wenn alle Lichter aufgehen, profitiere ich davon. Weil was ich nicht haben kann, was mein menschliches Thema ist, ist Ungerechtigkeit. Ja, das ist eins meiner großen Lebensthemen. Ungerechtigkeit. Und das hätten wir nicht mehr. Wir hätten keinen Hunger auf der Welt. Wir würden uns gegenseitig nicht umbringen. Wir würden uns gegenseitig nicht begrenzen, sondern wir würden uns gegenseitig gut tun. Wir würden als eine Einheit agieren und nicht als lauter oft einzelne Ego-Menschen, die sich mehr verletzen, als wie sich gegenseitig befruchten, was die Natur automatisch macht. Und das ist mein Wunsch. Ja, der ist gar nicht so ehrhaft, dass ich sage, ich mache das alles für euch. Nein, ich mache das für mich. Ich mache es für mich, weil ich gerne in so einer Welt leben möchte. Ich möchte in dieser Welt leben, wo jeder weiß, wie der andere ist. Ja, das ist mein Wunsch. Ja, und das ist meine Triebfeder. Und deswegen bin ich hier, deswegen mache ich seit 18 Jahren nichts anderes mehr. Ja? Das, was ihr hier hört, ist mein Leben. Ich habe keinen Job nebenbei. Ja? Ich mache nur das.
Seit 18 Jahren. Ja. Und ich werde es in 18 Jahren noch machen und in 50 Jahren. Ich werde ja 840 Jahre mindestens. Ja. Und ich höre nicht auf. Ja. Ich sage immer, ich bin der, der das Licht ausmacht. Und es ist mir wichtig. Und ich glaube, dass wir so auf dieser Erde etwas verändern können. Wir können durch Kampf nichts verändern. Ja. Kämpft für Frieden, was ist denn das für ein Blödsinn? Ja. Hör auf zum Kämpfen und du hast Frieden. Da muss ich nicht kämpfen dafür. Ja. Dieses Kämpfen, wir mit Menschen kämpfen, wir gehören zu den 6 privilegiertesten Menschen dieser Erde in unserer Zivilisation. Zu den 6% der privilegiertesten Menschen, das musst du dir mal vorstellen. 94% der Menschheit geht schlechter wie uns. Und da muss dir noch gar nicht mal super gut gehen. Ja, dann gehörst du zu den 6%. Und bei uns funktionieren so viele Sachen nicht. Ja, einfach weil wir es gar nicht wissen, wer wir sind. Ja. Und diesen Weg wieder frei zu kriegen, hier sind, ich sage da sehr liebevoll dazu, unsere Selbstels dazwischen. Ja. Selbstels für das, unsere Selbstzweifel, unser Selbstwert, unsere Selbstliebe, unsere Selbstachtung, ja, das ist hier dazwischen. Ja. Das, wo du dich selber angeklagt hast, wo du dir selber Schuld gegeben hast. Und das ist alles in dem Bereich, das ist alles Hals. Ja? Und nach fast 20 Jahren arbeiten im Heilerischen mit der Medizin zusammen, die Krankheitsbilder, die wir hier generieren, ja, die haben alle damit zu tun. Die haben alle mit unserem Selbst zu tun. Ja? Oder vielleicht nicht alle, aber zumindest 85%, 90% oder mehr. Ja, die haben damit zu tun. Das sind wie Wände. Ja, ich bezeichne es wirklich wie Wände oder so Blockaden. Ja, Glaubenssätze, Wahrnehmungsmuster, die einfach mal total schwer sind abzubauen. Weil du hast die gekriegt in einer Zeit, wo du so nicht logisch hinterfragen konntest. Nämlich deine ersten 15 Lebensmonaten oder in den ersten 7 Lebensjahren. Die hast du gebaut, die wurden dir gezeigt. Das bist du. Ja, das darf ich nicht. Kann ich nicht sagen, habe einen Frosch im Hals. Oder du kannst das nicht aufnehmen. Es sagt zu dir jemand, du bist wunderschön und du denkst, ja, red nur, Depp. Ja, wo bin ich schön? Ja, weil es dir vorher niemand gesagt hat. Das sind die Bereiche. Und hier heißt es, durchzugehen. Ich habe einen guten Freund und Lehrer von mir, den Horst Krone in Deutschland, mal gefragt, sage ich, Horst, wie komme ich dahin, dass ich so eine Wahrnehmung habe wie du? Und er hat damals zu mir gesagt, ach, das ist ganz einfach. Für einfache Sachen bin ich immer zum Haben. Ja? Wie gesagt, hier, lausche sind auf, leg los. Sagt er, 2 Stunden meditieren, 30 Jahre lang, du hast meine erweiterte Wahrnehmung. Dann habe ich gesagt, so viel Disziplin habe ich nicht. Ja. Das muss doch schneller gehen. Ja, und ich hab damals relativ früh angefangen, Aura, Chakren zu sehen, den Menschen in seinem feinstofflichen Körper zu sehen. Und ich habe sehr viele Heiler beobachtet in dem Bereich, wenn sie arbeiten. Wo passiert etwas, wenn Heiler Menschen berühren? Wo geschieht etwas, wenn Menschen über sich sprechen, wenn Menschen über andere sprechen, wenn Menschen über Liebe sprechen? Was passiert bei ihnen, also über die Selbstliebe, über den Selbstwert? Und habe viele von diesen Bereichen gesehen. Und ich habe für mich gesehen, dass Menschen in einer Interaktion, also miteinander, sich permanent hier berühren, ja, wie so kitzeln. Und dieses Kitzeln wird oft so ein bisschen missverstanden, ja, weil meistens ist dann, du kriegst von den Kitzeln so einen Hals. Ja, und das kommt dann raus, ja, also das kitzelt hier, das reizt dich und es passiert etwas im Außen, ja, also du kollabierst, du wirst laut oder du lehnst ab, ja, oder du wirst sehr egozentrisch auch, ja, also unterschiedliche Bereiche, die hier sein können. Und habe dann gesagt, wenn man solche Sachen ja bei Menschen in Bewegung setzen kann, dann kann ich die doch so schnell bewegen, dass die irgendwann zerbrechen. Und das haben wir ausprobiert. Das haben wir ausprobiert vor 11 Jahren oder 12 Jahren zum ersten Mal. Mit 20 Menschen
Wir haben mit 20 Menschen Übungen gemacht, wo wir einfach Emotionen freigesetzt haben in diesen Übungen. Und zwar im Miteinander, also immer paarweise zusammen. Und diese Emotionen, die haben wir mit lauter Musik hochgepusht. Ja? Und zwar so hochgepusht, dass das vibriert. Und das vibriert richtig. Ja? Und wir waren damals, wo wir das erste Mal gemacht haben, wir hatten 20 Teilnehmer, und wo wir das erste Mal gemacht haben, ist hinterher, also nachhaltig, das kann man dann immer erst so ein paar Wochen hinterher auch sagen, was sich auch verändert bei den Menschen, so bei 10% der Teilnehmer, also bei 2 von 20, ja, dass sich tatsächlich in der Wahrnehmung und im Leben was verändert hat. Dann haben wir damals gesagt, das ist sensationell, das ist Dharma. Du arbeitest mit den Leuten und bei dem verändert sich komplett das Leben. Seit 4 Jahren sind wir bei 100%. Warum ist das so? Weil sich in den letzten 12 Jahren so viel verändert hat. Ja, wenn ich vor 12 Jahren über Aura gesprochen habe, da musste ich noch fragen im Vortrag, wer weiß, was eine Aura ist. Ja, weil da waren immer gut 60% der Menschen im Vortrag, die nicht gewusst haben, was eine Aura ist. Heute frage ich nicht mehr. Ja, weil im Prinzip jeder weiß, was eine Aura ist. Und der eine, der es nicht weiß, der traut sich die Hand nicht heben. Ja. Also spare ich mir die Frage. Also wir Menschen sind auf einem guten Weg und wir sind auf diesem Weg, uns zu entfalten. Ja, da spricht unsere Zeit, unsere Dimension mit und unterstützt, ja, durch den Wechsel vom Fische ins Wassermann-Zeitalter, also in ein platonisches Weltenjahr, das einatmet, ja, wo das Ausatmen, die Zerstreuung vorbei ist mit 21.12., wo es in die Verdichtung geht, wo wir Menschen uns wieder näher kommen und wie es wieder um die Befreiung von unserem eigenen Ich ist, ja, von unserem Selbst ist. Da sind wir in einer guten Zeitqualität, ja, deswegen geht da auch mehr. Und für alle die sich wirklich mit dem Thema sich beschäftigen wollen, ja, aber sich beschäftigen wollen, ohne Rückweg, weil es gibt keinen Rückweg. Ja, und ich sage das echt mit dazu, weil wenn sich in dem Bereich etwas verändert, verändert sich das Leben. Und nicht immer möchte man unbedingt aus diesem Kasten ausbrechen, weil das Ausbrechen aus dem Kasten heißt nicht immer, ja super, jetzt hüpfen wir über Blumenwiesen, ja, sondern dein Leben verändert sich. Ja, und wenn sich das Leben verändert, wird es anders. Ja. Und zwar in vielen Bereichen anders, ja, und viel Bequemlichkeit oder jetzt Bequemlichkeit, Gewohnheit ist halt dann vielleicht nicht mehr, ja. Deswegen heißt es da auch immer, für sich selbst auch einen Entschluss zu treffen, ja. Bin ich wirklich so weit, dass ich sage, okay, ich bin auch bereit für Veränderung. Ich bin bereit für Veränderung, aus Gewohnheiten auszubrechen. Aus meinen Regeln, aus meinem goldenen Käfig vielleicht, ja, der mir einen guten Schutz bietet, auch auszusteigen und zu sagen, okay, ich bin bereit für die Fülle des Lebens. Und vor allen Dingen mir den großen Feind gegenüberstellen, ja, den hier. Weil du wirst nicht wissen, was ist es, was dich da erwartet. Ja, das kann dir niemand sagen, was dich erwartet. Wir alle leben von Resonanz. Du ziehst das an, was jetzt im Moment für dich richtig ist. Du siehst jetzt halt keine weißen Audis A4 mit roten Leder sitzen, weil du dich nicht damit beschäftigt hast. Wenn auf einmal deine Wahrnehmung eine ganz andere wird und du unbewusst, holistisch wieder wahrnimmst wie ein Kind, dann siehst du nicht nur 1 bis 7 Gedanken pro Sekunde, dann siehst du mehr und dann gehst du mit mehr in Resonanz. Und dann erfüllt dich das Leben. Es bringt dich dahin, wo du hingehörst und nicht da, wo du jetzt bist. Ja? Bist du bereit, dahin zu gehören oder dahin zu kommen, wo du hingehörst? Oder bleibst du da, wo du jetzt bist? Ja? Das ist eine wichtige Frage und die Frage kannst nur du dir beantworten. Ja? Nur du kannst sagen, ja okay, ich bin wirklich bereit dafür. Ja? Aber manche sagen dann hinterher so, kann man das rückgängig machen? Nein, natürlich nicht. Sicherlich kannst dich du wehren dagegen. Ja, du kannst in dem Alten drinbleiben, aber glaub mir eins, du wirst dich unwohler fühlen, als wie du dich jetzt fühlst. Ja. Und man kann nicht sagen, welche Bereiche betrifft's. Ja, Job, Privatleben, dich selbst. Ja, der eine geht nach Tibet, der andere bleibt in der Steiermark.
vom Wein zum Bierbauern. Wer weiß das schon? Ja, aber wer da Lust hat, wir machen einmal im Jahr, machen wir so ein Seminar noch. Ja, die Medialitätsseminare, das ist nicht weit weg von hier im Schloss St. Georgen, machen wir dieses Jahr, eins machen wir dieses Jahr, oder? In Laubeck, St. Georgen sind wir ja. Ja, eins machen wir dieses Jahr, oder? Eines. Also eins machen wir, das geht über 3 Tage mit lauter Musik, mit Party, viel Spaß und es ist sau anstrengend, nimm dir hinterher einen Tag Urlaub. Ja? Und wenn du kommst, komm bitte nur, wenn du auch wirklich sagst, und das wird am Ende das Letzte sein, wenn du rausgehst, eine ganz bewusste Entscheidung von dir, dein Leben neu auszurichten, so auszurichten, wie es für dich richtig ist. Bis dahin noch ein Tipp für dich, was mit Wahrnehmung zu tun hat. So der dritte Punkt, den du selber machen kannst. Also einmal diese Übung machen, Mittelfinger, ist sehr gut für dein drittes Auge, für deine erweiterte Wahrnehmung. In dein rechtes Auge schauen im Spiegel einmal am Tag, am besten in der Früh. Wenn du möchtest, am Abend auch noch, wenn du eh schon gerade da bist, die Minute ist ganz gut. Üb ein bisschen mit Farbpunkte und das nächste ist eine kleine Übung in Achtsamkeit. Achtsamkeit holt uns aus Gewohnheiten heraus. Ja? Und nichts hält dich mehr in einer Box wie deine Gewohnheiten. Und jeder von euch weiß, es ist total schwer, gegen Gewohnheiten anzugehen. Gegen dein Denken, gegen deine Art der Wahrnehmung, gegen deine Art des Sehens, dich zu bewegen, etwas anders zu machen. Und da ein ganz schöner Tipp. Und dieser schöne Tipp ist, finde Herzen. Ja? Finde Herzen in deinem Leben, jetzt nicht in anderen Menschen, sondern finde Herzen in Flecken von der Wand, in Mustern, am Boden, ja, hier haben wir zum Beispiel ein Herz, ja, siehst, hier ein schönes Herzchen, ja. Du wirst relativ schnell feststellen, dass überall Herzen sind, ja. Warum Herzen? Weil Herzen etwas Schönes ist. Und glaub mir eins, ohne Anstrengung findest du 20, 30, 40 Herzen am Tag. Und wenn du 20, 30, 40 oder mehr Herzen am Tag findest, dann hast du ein ganz anderes Erleben deines Lebens. Du wirst wesentlich fröhlicher sein. Und umso fröhlicher du bist, umso weniger befasst du dich mit irgendeinem Scheiß, der dich unfröhlich macht. Und umso weniger kommst du wieder in diese alten Bereiche zurück. Und es ist total einfach, weil du kannst dir dessen immer bewusst sein. Ja? Wenn du wieder so gehst wie immer, ja, so bewusst wach durch diese Welt, ja, dann entschleunig einfach mal deinen Gang, ja, geh mal langsamer und schau mal durch die Gegend, ja. Hey, Blüten auf den Bäumen, toll, schon lange nicht mehr gesehen, ja. Und vielleicht Blüten in Herzform, vielleicht eine Wolke am Himmel, die eine Herzform hat, irgendwo ein Blatt, das liegt ein Stein, ja, vielleicht nimmst du den Stein auch mit und sammelst Herzsteine und verschenkst Herzsteine an Menschen, die gerade so durch die Gegend laufen, ja. Einfach mal sagen, ho, ruhig, Brauner, ich hab was für dich. Ja? Schenk ihm so einen Herzstein. Ja? Vielleicht auch mal was Nettes deiner Kassiererin am Supermarkt, ja, die den ganzen Tag da sitzt. Piep, 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 piep. Verschöner ihr mal einen Tag. Bring ihr mal einen Donut mit, eine Tasse Kaffee. Ja? Stell sie hin und sag, danke, dass du diesen Job machst. Danke, dass du da bist. Die ist blitzartig aus ihrer alten Gewohnheit heraus. Ja? Kauf dir mal einen Strauß Nelken irgendwo und verschenk es an Menschen. Ja? Einfach so. Einfach, weil du sagst, ich bin jetzt bewusst. Ich bin jetzt bewusst und ich möchte einfach anderen eine Freude machen. Und gib sie ihnen einfach in die Hand und sag, ich möchte nur Danke sagen, dass du da bist. Danke und ich wünsche dir einfach einen schönen Tag. Tschüss. Ja, das verändert dein Leben und es verändert dein Leben und das von anderen. Es bereichert uns alle. Ja, und vielleicht kommt dann ganz schnell zu dir wieder etwas zurück, weil das Universum
funktioniert so, dass du immer etwas bekommst, vorausgesetzt, du schenkst absolut freizügig. Ja, du verschenkst. Wir hatten jetzt gerade Seminar am Wochenende und wir machen im Seminar, machen wir oft so einen Morgenkreis. Und wir haben so einen Morgenkreis und in dem Morgenkreis, ich weiß gar nicht mehr, um was wir gesprochen haben, aber einer von den Seminarteilnehmern sagt einen total schönen Satz. Ja, genau, es ging um, was verlange ich als Heiler im Austausch. Ja, und das, was er gesagt hat, das war sehr interessant, weil er sagt, ich gehe davon aus, dass der Mensch generell in seiner Art ein gebendes Wesen ist. Und er macht mit dem Menschen am Ende eine Meditation, in der jeder feststellen kann für sich selbst, was er jetzt geben möchte. Und das ist für ihn total in Ordnung. Ob der 10 Euro gibt, 200 Euro, ja, das ist für ihn in Ordnung. Weil er sagt, und diesen Satz fand ich so bedeutend, ich gehe davon aus, dass jeder Mensch ein gebendes Wesen ist. Ja, genauso wie die Natur, weil die Natur ist gebend, also schenkend. Sie beschenkt uns permanent und zwar ohne, dass es an irgendwas gebunden ist. Ja, der Apfelbaum sagt nicht, ich gebe dir die Äpfel nur, wenn du Apfelmus machst. Ja? Sondern der lässt den Apfel fallen, was du damit machst, ob du Tennis spielst, Fußball spielst oder nichts damit machst, es ist ihm egal. Ja? Er hat einen wundervollen Apfel gemacht und er verschenkt ihn, er lässt ihn einfach los. Und das ist das Prinzip der Natur. Deswegen haben wir Überfluss. Unser Denken hat Mangel. Die Natur hat Überfluss. Ja, und den Überfluss, den wünsche ich euch. Ja, dass ihr diesen Überfluss überall sehen könnt, überall wahrnehmen könnt, in dieser Fülle, in der uns allen zur Verfügung steht. Und ja, freue mich, wenn wir uns auf dem Weg wieder begegnen und wenn wir uns wieder sehen auf dem Vortrag, auf dem Seminar, bei uns auf der Internetseite, wo auch immer, freut mich auf jeden Fall. Erinnert es mich immer dran, dass wir uns schon mal gesehen haben. Ja, weil es kommen manchmal so schöne Sachen vor, wie gerade hier ein junger Mann. Ja, wir haben uns 6 Jahre ist mindestens, ja, 5 oder 6 Jahre, der kam einfach zu mir, wir haben noch in Deutschland gelebt, mit einem Motorrad und wir haben zusammen bei uns im Garten Kaffee getrunken und haben uns unterhalten. Und jetzt treffen wir uns 5 oder 6 Jahre später hier im Schloss Laubeck. Ja, also ich hätte nicht erkannt, ja, aber er hat gleich gesagt, ich war mit dem Motorrad da und dann hat's klack gemacht. Ja, und kann mich sehr gut an die Zeit erinnern und es war ein schönes Gespräch, das wir hatten. Und das ist schön, wenn man sich so wieder begegnet, weil es gibt keine Zufälle. Man begegnet sich immer zum richtigen Zeitpunkt und ja, auch wir werden uns zum richtigen Zeitpunkt wieder begegnen. Ein paar Sachen sagt euch noch die Roswitha, das sind immer die ich ansonsten vergesse, wenn ich sie an die Hand sage. Ich sage aber vielen, vielen Dank für den schönen Abend, vielen Dank für euch und ich wünsche euch auf eurem Weg von Herzen alles, alles Liebe. Danke. Achso, eins darf ich noch sagen, es ist immer gut, wenn man ein Gehirn außerhalb des Körpers hat. Wir haben für alle die an Begleitung auch interessiert sind, also an Menschen, die euch auch begleiten können in unterschiedlichen Bereichen, ob jetzt körperlich, emotional, seelisch, durch Lebenssituationen oder auch durch Krankheiten durchbegleiten. Wir haben einige unserer ausgebildeten Practitioner da und die würde ich einfach mal kurz bitten, einfach mal hier vorzukommen, weil dann kann man euch besser sehen, da muss sich niemand umdrehen. Kommt hier einfach mal vor, bitte. So, siehste, so, da habt ihr so eine kleine bis große Auswahl, ja, in jeder Größe was dabei.
die Maria, die Sonja, die Petra, die Christa und natürlich auch die Roswitha, alle hier aus der Gegend, super Menschen, super Therapeuten, gut ausgebildet. Und wenn ihr gern mit jemand von denen Kontakt aufnehmen möchtet, dann einfach sprecht es nach dem Vortrag nochmal an, ihr wisst jetzt, wie es ist auch schon, und tauscht Kontaktdaten aus. Und noch ein bisschen fröhlicher, lustig, genau. So, ein schönes Bildchen, super. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, danke für euch. So, jetzt ist für mich aber Schluss, jetzt bin ich raus. Vielen, vielen Dank nochmal.